Dude, einfach random Cat Sif. Also eigentlich wird er ja, glaube ich, catchy ausgesprochen, aber damn. Einfach so voll random aus dem Nichts, Alter. Aber schön, dass der tatsächlich auch irgendwie seinen Weg in dieses Spiel plötzlich gefunden hat, auch wenn es höchstwahrscheinlich nur für diese eine Szene war. Das kam mega unerwartet, Mann. Hey! Wo seid ihr? Barrett? Das war doch seine Stimme. Kommt schon! Antwortet mir! Zusammen. Eins, zwei. Auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Ja. Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Eris doch gesagt. Eris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Wo willst du hin?
du mir, wo es hingeht? Zu Aris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du übers alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks also auf Aris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Die Sephiroth-Szene war vielleicht gerade ein bisschen spooky, muss ich sagen. Die war ein bisschen cool gemacht, ehrlich gesagt. Halt, der hat richtig gut in das ganze Ambiente reingepasst. Der Shot eben von seinem Gesicht. Nicht nur sind einfach alle Gesichter weiterhin so pornös einfach, aber das war gerade richtig hübsch, Mann. Das war richtig hübsch. War das mit Caelsith jetzt eigentlich ein Spoiler? Weil ich finde eigentlich nicht. Ist halt ein Teammitglied, so, daher, keine Ahnung, gibt halt jetzt ein bisschen Kontext, damit Leute wissen, wer zur Hölle diese Katze ist, einfach nur, daher, fand ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ansonsten tut's mir leid für alle, die ich jetzt aus Versehen verraten habe, dass wir tatsächlich noch eine Katze ins Team bekommen werden. Weiter geht's! Eine riesige Lücke klafft in der Platte. Halt! Schleichen wir vorbei. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Wenn ich nicht bewege. Oh! Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davongekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Uff, Alter. Kann ich hier tatsächlich überall langlaufen? Ja? Ernsthaft, du willst was kaufen? Ja, mich disst. Wir brauchen Notunterkünfte für die Leute aus Sektor 7. Okay, da kann ich tatsächlich nicht runter. Habt ihr sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Ist es wahr, dass Sektor 7 zerstört wurde? Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Lasst mich doch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Wedge war unten in den Slums. Verstehe.
Dieses Spiel ist so hübsch, oh mein Gott. Ach komm. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Ach, das hat keinen Zweck. Oh, das tut mir leid. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an! Gib halt das Tempo vor. Spaß. Das ist das Haus. Marlene! Hilton! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosas an! Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Am besten, ihr geht auch nach oben. Marlene, ein Glück. Du lebst. Aeris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aeris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft. Richtig? Hat Aeris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aeris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht... Ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann.
Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aeris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Ihr Kleiner war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aeris? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aeris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aeris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aeris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn... zu oft wusste Aeris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aeris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt!
Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Aeris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Aeris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Uff. So krass hier Expositionsstory, Alter. So viele Fields. Ach. Können wir in ihr Zimmer? Sehr gut. Ich hab das hier gesehen. Da dachte ich mir, vielleicht wichtig. Keine Angst. Papa bringt alles wieder in Ordnung. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Mann, das ist doch alles so traurig. Warum ist das so? Ich hätte nicht gedacht, dass sie das tatsächlich halt so alle so viele Worte in meinem Kopf, dass sie das alles tatsächlich so krass einfach zeigen und einfach so krass auch rüberbringen können. Ich hätte halt nicht gedacht, dass sie ihre komplette Vorgeschichte animieren würden und extra so ein Charaktermodell da irgendwie erstellen und alles. So, sie haben ein Charaktermodell für Aeris Mutter gemacht, die halt 2 Sekunden Screentime hatte. Macht mir keinen unnötigen Ärger. Ach.